sie geht, aber dann so langsam, mit wechselnder Bewusstheit, in ihm größer Leere im Heute, ein fortschreitendes Leid, wo Zukunft nur eine abnehmende Vergangenheit kennt und ein ungefragtes Gnadenbrot sendet. Wie verwaist geht sie fort in nacktes Elend, wenn auch das Kind in ihr nichts mehr weiß von der Liebe oder wie es ist, geliebt zu werden. Sie sieht, so scheint es, noch tief in sich selber, hungert nur und zehrt von dem gefühlten Nichts. So ist ihr Ich gegangen, noch wartend auf Atemnot im nackten Dasein. Die Natur nimmt ihre Zeit. Ein Mensch wird schon im Leben in die Ewigkeit geführt.